kurz sagen, worüber wir jetzt gemeinsam in der nächsten guten Stunde sprechen werden. Ich möchte kurz einsteigen über die Fragestellung, warum ist das für mich, wenn ich Lehrer in NRW bin, eigentlich interessant, was hier erzählt wird. Dann möchte ich auf die inhaltliche Auseinandersetzung gehen, also Argumente für Schöpfung vorstellen und am Schluss dann ein Fazit bringen, wo ich so ein paar wesentliche Gedanken nochmal zusammenfasse und wer weiß, wie gut wir jetzt durchkommen um diese Uhrzeit. Vielleicht können wir dann auch noch ein bisschen darüber diskutieren. Also warum könnte das interessant sein, wenn ich jetzt verknackt worden bin in der Vorbereitungswoche, statt wie die Kollegen an der staatlichen Schule jetzt auf Mallorca zu liegen, sondern hier zu sitzen? Ich denke, es ist nicht ganz irrelevant, denn ich habe mir einfach mal die Lehrpläne in NRW angeguckt, um die Frage mir zu beantworten, was lernen denn die Schüler hier eigentlich? Denn unser Ziel als christliche Pädagogen ist es ja, dass wir Schüler begleiten auf ihrem Weg hin zu Jesus, mit Jesus, und wir wollen sie stärker machen, wir wollen sie vorbereiten. Aber Schülern tritt in Form des Lehrplans, in Form des Prüfungsstoffes natürlich auch Stoff, treten Fragen entgegen, die ihr christliches Weltbild vielleicht in Frage stellen können. Und deswegen ist, glaube ich, gut, auch für alle, die jetzt keine Biologen sind, dass sie einfach mal hören, ja, was lernen denn meine Schüler dort bei dem Kollegen, was müssen die dort für die Prüfung brauchen und was sind vielleicht auch Fragestellungen, die sie sich als Christen oder als noch Nicht-Christen so stellen. Keine Angst, ich will jetzt nicht durchgehen, ich will nur einfach mal zeigen. Ich habe mir das genau angeguckt, was sind so mögliche Themen im Bereich Evolution, um daraus zu extrahieren, was sind die Fragestellungen, die ich heute kurz und knapp in einer Stunde mit euch zusammen anschauen kann. Dabei bin ich auf Folgendes gestoßen, was sehr interessant war. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Lehrpläne einerseits dazu ermutigen, evolutionäre Modelle kritisch zu hinterfragen und als Modelle wahrzunehmen. Und andererseits setzen die Lehrpläne aber diese Modelle wieder als absolute Wahrheit voraus, mit dem, was da auch aufkommt. Das ist irgendwie sehr ambivalent. Und ich denke, okay, das müssen wir vielleicht erstmal zur Kenntnis nehmen, aber das kann uns auch ermutigen, wenn wir vielleicht uns fragen, naja, wie können wir als christliche Pädagogen mit einem staatlichen Lehrplan damit umgehen, dass wir sagen, naja, wir berufen uns auf die Stellen im Lehrplan, wo wir aufgefordert werden, den Schülern kritisches Denken beizubringen. Und zu verstehen, wie Modelle funktionieren. Ein Beispiel werde ich dann auch gleich noch konkret dazu vorlesen. Also ich bin diese Lehrpläne durchgegangen und habe mal 6 Fragestellungen für heute mitgebracht, die, denke ich, auch für Schüler relevant sind. Erstens, was für eine Form von Wissenschaft ist Evolutionsbiologie, Evolutionstheorie überhaupt? Zweitens, was sind wichtige Belege und Aussagen der darwinschen Evolutionstheorie? Wie leistungsfähig sind die Evolutionsfaktoren tatsächlich? Können Sie das erklären, was wir in der Welt sehen? Eben auch die Entstehung von Arten. Dann werden wir gehen zu Fossilien und Datierung. Und zum Schluss werden wir uns die Frage stellen, ist der Mensch einfach nur ein Primat, der sich so graduell aus dem Tierreich herausentwickelt hat? Das haben Sie heute Vormittag oder habt ihr heute Vormittag schon behandelt. Die Fragestellung wollen wir dann nochmal aus biologischer Perspektive betrachten. Fangen wir ganz vorne an. Wenn ich mit meinen Schülern eingestiegen bin in das Thema Evolution, jetzt egal ob an Bekenntnisschule oder in der staatlichen Schule, bin ich damit eingestiegen. Einfach um so ein bisschen die Luft aus diesem übermächtigen Dogma Evolution herauszulassen. Ich bin nämlich eingestiegen mit einem Thema, was leider die Schüler meistens nicht lernen, nämlich die Fragestellung, was ist eigentlich eine Theorie? Da kann man jetzt ganz viel zu sagen und Markus Wiedenmeier kennt sich da aus und wird mich nachher vielleicht noch ein bisschen kritisieren, aber ich möchte es heute mal so ganz einfach eindampfen, dass es für Unterricht auch geeignet ist. Also Evolutionstheorie besteht aus Evolution, kommt von dem Wort evolvere, heißt so viel wie sich entwickeln, sich entfalten, und von dem Wort Theorie. Karl Popper, großer Wissenschaftsphilosoph, sagte, Theorien sind das Netz, mit dem wir versuchen, die Welt einzufangen. Also sind sozusagen sprachliche Modelle, mit denen wir versuchen, die Realität irgendwie zu beschreiben, und je besser meine Theorie ist, desto besser passt sie über die Fakten drüber. Dann hat er aber auch einen zweiten Satz gesagt, den ich wirklich wichtig finde. Er sagte nämlich, wann immer wir nämlich glauben, die Lösung eines Problems gefunden zu haben, also eine Theorie aufgestellt zu haben, sollten wir unsere Lösung nicht verteidigen, sondern mit allen Mitteln versuchen, sie selbst umzustoßen. Das bedeutet, Wissenschaft ist ein Prozess, in dem man versucht, Theorien zu überprüfen. Und dadurch, dass es ein Prozess ist, ist es im Fluss. Also das, was heute die Theorie ist, kann morgen schon falsch sein. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir wissenschaftliche Theorien verabsolutieren und zum religiösen Dogma heben. Und in meiner Arbeit ist das so, ich kriege die ganzen Wissenschaftsticker,
und ich könnte eigentlich fast jede Woche einen Rotstift nehmen und die Schulbücher umschreiben an manchen Stellen. Also Wissenschaft ist im Prozess. Ganz wichtig. Ich habe hier so Kästen verwendet, auch auf den Arbeitsblättern. Immer wenn da so ein Kasten ist, dann heißt das, vielleicht ist das was für ein Schülerhefter, wer in dem Bereich Bedarf hat. Das wisst ihr natürlich besser, was eure Schüler brauchen, aber so als Vorschlag, vielleicht ist das so eine Take-Home-Message. Was bedeutet das jetzt für die Evolutionstheorie? Nach Karl Popper müssten Evolutionsbiologen eigentlich damit beschäftigt sein, zu überprüfen, ob die Evolutionstheorie wirklich korrekt ist. Sie müssten versuchen, alternative Erklärungen zu finden. Aber genau das ist in der Regel nicht der Fall. Es gibt ganz wenige Kongresse oder Artikel, wo mal jemand eine kritische Frage dazu stellt, wie erklärungskräftig die Evolutionstheorie ist. Aber in 99% der Fälle und in 99% der Paper wird davon ausgegangen, sie ist sowieso wahr. Ich denke, gerade christliche Pädagogik sollte Schüler dazu erziehen, selbst rational und kritisch die Dinge zu reflektieren und zu hinterfragen, die ihnen dort begegnen. Gerade auf Grundlage der Bibel. Dann habe ich versprochen, ich möchte einen Satz noch kurz vorstellen, über den ich gestolpert bin, aus dem Kernlehrplan NRW, Biologie Sekundarstufe 2, auf Seite 11. Und der passt hier sehr gut rein in die Frage, welche Form von Wissenschaft ist Evolutionsbiologie? Dort steht, in Abgrenzung zu anderen Naturwissenschaften ist die in Klammern Evolutionsbiologie zudem als historische Naturwissenschaft zu charakterisieren, die sich mit der Geschichte des Lebens auf der Erde und somit unter anderem mit nicht wiederholbaren Ereignissen beschäftigt. Auch da das im Lehrplan steht, ein schöner Satz für Schülerhefte, denn viele Ideologen, will ich mal sagen, die Evolutionstheorie verteidigen, wie zum Beispiel Richard Dawkins oder so, sind der Meinung, Evolution ist keine Theorie, sondern ein Fakt. Es ist allerdings eine historische Wissenschaft und das bedeutet, sie ist gar nicht streng formal beweisbar. Also das ist ein logischer Fehlschluss, was Dawkins hier macht. Die Evolutionstheorie ist nicht streng formal bewiesen. Wir können höchstens, weil es eine historische Wissenschaft ist, Indizien sammeln. Der Evolutionsbiologe sammelt Indizien darauf, dass wirklich früher mal sich das Leben entwickeln haben könnte. Der Schöpfungswissenschaftler oder allgemeiner gesagt der Intelligent Design Forscher, er beschäftigt sich mit Indizien, die für eine Schöpfung, für einen intelligenten Designer oder Schöpfer sprechen. Und in dem Punkt sind sich diese beiden Gruppen auf Augenhöhe. Sie sind beides historische Wissenschaften. Man kann natürlich gute oder schlechte historische Wissenschaft betreiben, das ist ganz klar. Es gibt jetzt nur ein einziges Gegenargument, um zu sagen, nein, Schöpfungswissenschaften, Design, wir wollen es nicht haben, wir streichen es von vornherein raus. Und dieses Gegenargument ist rein philosophisch, dass man sagt, naja, eigentlich dürfen Erklärungen in der Biologie nur naturalistisch sein. Also sie müssen von vornherein von natürlichen Ursachen ausgehen und Intelligenz ist halt a priori von vornherein ausgeschlossen. Wie sinnvoll das ist, darüber kann man sicherlich streiten, aber das ist das einzige grundlegende Argument, was dagegen spricht, sich auch Argumente für einen Schöpfer oder für einen Designer anzuschauen. Natürlich kann man das machen, ich habe es auch so studiert und in der Biologie wird so gearbeitet, man forscht einfach, als ob es keinen Gott gäbe und ist völlig unbeeindruckt von der Realität, dass es ihn vielleicht doch geben könnte. Das stört einen nicht. Okay, das müssen die Schüler, denke ich, auch lernen, dass wir hier einfach so denken und arbeiten. Das heißt aber nicht, dass wir bewiesen hätten, dass unsere Grundannahme Naturalismus wahr ist. Kommen wir zur zweiten Frage. Was ist denn eigentlich diese Evolutionstheorie? Darf ich mal kurz fragen, wer von euch macht Biologie? Ist zufällig so jemand da? Ah ja, sehr schön. Uiuiui. Da kommt dann nachher die Kritik, das ist gut, dann kann ich dran wachsen. Überlebensstärke. Also was ist eigentlich Darwinismus? Woher kommt das, diese Ansicht, wir brauchen Gott nicht und können die Biologie trotzdem erklären und verstehen? Dafür müssen wir uns mit einem Mann beschäftigen, Charles Darwin, der in England 1859 ein berühmtes Buch über den Ursprung der Arten geschrieben hat. Und Darwin meinte, dass Individuen, die stärker sind, das heißt nicht, dass sie kräftiger sind, sondern dass sie besser angepasst sind an die Umweltbedingungen, dass die überleben, dass die mehr Nachkommen erzeugen können als die nicht angepassten und diese Nachkommen erben die Eigenschaften und vermehren sich weiter. Das ist natürlich dann später auf Populationsebene diskutiert worden, nicht nur auf Einzel-Individualebene, aber trotzdem dieses Prinzip, der Angepasste überlebt und gibt seine Eigenschaften weiter und die nächste Generation ist dann vielleicht wieder zufällig ein bisschen besser angepasst und gibt wieder die Eigenschaften weiter. Und so können wir im Laufe der Zeit von der Bakterie, von der Amöbe bis zu Goethe sozusagen alle Entwicklungen erklären.
Aber wie kam er eigentlich darauf? Also was waren seine Argumente? Zuerst muss man sagen, man muss Charles Darwin sehr zugute halten. Er hat die Argumente auch von Schöpfungswissenschaftlern, die Paley und so, hat er wahrgenommen. Er hat die Argumente diskutiert. Und das würde ich mir auch von uns, das würde ich mir auch von der Evolutionsbiologen, dass man die Argumente erstmal wahrnimmt und diskutiert. Und er sagte, sein vielleicht wichtigstes Argument, was ihm so gekommen ist, auch auf seiner Reise auf der Beagle und als er die Tiere und Pflanzen und Fossilien betrachtet hat, ich denke, sein wichtigstes Argument war, Lebewesen sind ähnlich. Ähnlichkeit kommt in der Regel von Verwandtschaft. Geschwister sind ähnlich, sie sind verwandt. Daraus folgt, Ähnlichkeiten beweisen oder belegen in der Regel gemeinsame Abstammung. Und wenn ich die Ähnlichkeiten anordne, immer ähnlicher zu immer weniger ähnlicher, dann kann ich so einen Stammbaum des Lebens entwickeln, wo letztendlich alle Tiere bis auf einen oder wenige Vorfahren zurückgehen. Also wir sagen heute, alles geht auf einen Vorfahren zurück. David war sich da noch nicht so sicher. Aber das Prinzip ist ähnlich, es geht alles zu einem Stamm, woraus sich die Lebewesen entfaltet haben. Ganz grundsätzlich schon mal zwei Einwände zu diesem Argument. Erstens, er sagt, gemeinsame Merkmale sprechen für gemeinsame Abstammung. Ich würde sagen, möglich, aber wir wissen das aus dem Ingenieurswesen, aus der Programmierung, wenn dort gemeinsame Merkmale sind, könnte es auch der gleiche Designer oder Programmierer gewesen sein. Also wenn es einen Schöpfer gibt, überrascht es mich überhaupt nicht, dass Lebewesen ähnliche oder vergleichbare Module haben. Das ganz grundsätzlich, so wie hier Porsche und VW-Käfer, naja, ähnliche Ingenieure und nicht, weil ich den Käfer bei mir zu Hause parke, 20 Jahre warte, dann habe ich den Porsche stehen. Und zweitens, das werde ich auch gleich noch an einem Beispiel untermauern, zweitens ist das Problem, Biologen versuchen es zwar ganz, ganz dolle, aber sie schaffen es nicht, den Stammbaum des Lebens zu entwickeln, sondern der eine macht den und der andere macht den und der andere macht den. Und je nach Bereich sind die massiv widersprüchlich. Da gibt es Dinge, die passen, viele Dinge passen, aber es gibt auch Bereiche, die so widersprüchlich sind, dass ich mir wirklich die Frage stelle, ob es diesen einen Stammbaum des Lebens hier gegeben hat oder ob Evolutionsbiologen ihn überhaupt je modellieren können. Dieses Thema habe ich für Schüler in Klasse 10 in diesem Video, die Videoreihe heißt BioBen, mal gemacht. Stammbäume gleich Darwins schärfste Waffe. Da mache ich das so, dass ich immer zuerst den Prüfungsstoff für Klasse 10 vorstelle, natürlich abstrahiert, weil jedes Bundesland da ein bisschen anders ist, aber so im Groben und Ganzen. Und dann erkläre ich, was man daran kritisch reflektieren oder auch erwidern könnte. Dann war, ich denke, das zweitwichtigste Argument von Darwin, das der Fossilien und der Erdschichten. Also er guckte sich die Erdschichten an, die Fossilien, die Erdschichten waren wahrscheinlich alt, dachte er. Und dann sagte er, naja, dort haben sich die Lebewesen eben so entwickelt, wie wir sie in den Schichten finden. Prinzipiell von einfach bis hochkomplex. Und an den obersten Schichten finden wir erst Menschen. Naja, also einfach entsteht und entwickelt sich weiter. Er hat also das als Stammbaum gesehen, die Schichten. Hier ist mein Einwand nicht ganz so stark, wie ich ihn gerne formulieren würde, denn es ist tatsächlich so, diese Schichten, diese geologischen Schichten, die stimmen in der groben Tendenz. Tatsächlich, Lebewesen unten sind prinzipiell einfacher gebaut als oben und wenn man will, kann man daraus eine Kette machen. Das geht schon. Und ich denke, das ist eine der größten Herausforderungen, die man in den Schöpfungswissenschaften hat. Vielleicht lösen das ja dann eure Schüler mal irgendwann dieses Problem, wir werden sehen. Aber wenn man dann ins Detail guckt, stellt man fest, das, was man dort findet in den einzelnen Gruppen, das eignet sich nicht zwangsläufig, um daraus einfach so eine Höherentwicklung aufzubauen. Denn die Formeln, wo man sagt, die passen vom Körperbau her ganz gut als Übergangsformen, die findet man oft erst viel später als ihre angeblichen Nachfahren. Also hier ist das Problem im Detail. Und das klappt halt schön, solange ich das so im Schulbuch abbilde und mich nicht wirklich im Detail mit den hunderten Formen einzelne Gruppen beschäftige und die versuche in Stammbäume einzuführen. Ein Beispiel, ich bin gerade an dem Thema Ursprung der Fische im Fossilbericht, ist noch nicht erschienen, aber ich habe schon mal eine Grafik mitgebracht. Und zwar, was fällt auf, wenn man sich das anschaut, das sind jetzt verschiedene Fischgruppen, immer eine Farbe ist dieselbe Fischgruppe. Naja, es fällt auf, es gibt ein paar Stammbäume und die sind leicht widersprüchlich. Ja? Das sind jetzt nur ein paar Beispiele und was besonders krass ist, hier oben in der obersten Zeile, diese drei Stammbäume, die sind auf dem gleichen Datensatz gebaut. Also es ist eine reine Frage, mit welcher Methodik und welcher Rechenweise ich so einen schönen Stammbaum erstelle.
Und ich war immer überzeugt, boah, das sind aber starke Argumente. Und wenn man dann wirklich reingeht und sich die Daten downloadet und selber mal ausrechnet, wie verwandt dort die einzelnen Gruppen miteinander sind, dann merkt man, das ist überhaupt kein Stammbaum. Du kannst den draus machen, du kannst den draus machen. Also letztendlich, was hier passiert ist, es werden über die Daten mit der Schablone Evolution Stammbäume rekonstruiert. Aber ich bin nicht gezwungen dazu, das zu machen, und das ist auch nicht unbedingt eindeutig. Und es fällt noch was Zweites auf. Auszeiger habe ich jetzt hier. In Orange sieht man jetzt mal hier in den Schichten von Cambrium bis eben heute, wo diese Gruppen auftreten. Und das hier ist der Stammbaum darüber gelegt. Eigentlich würde man jetzt erwarten, dass die einfachsten Gruppen zuerst auftreten, und dass das stufenweise sozusagen, je komplexer die Formen werden, umso später treten sie auf. Tatsächlich, das wissen wir aber erst seit einem halben Jahr ungefähr durch neue Fossilien, tatsächlich treten 12 Großgruppen der Fische zeitgleich auf. Und da sind dann eben auch, Panzerfische oder eben sogar knorpelfischähnliche Fische dabei, die plötzlich auftreten, obwohl keine Vorläufer im Fossilbericht erkennbar sind. Und ich denke, das ist schon im Detail eher ein Argument für Schöpfung als für eine graduelle Entwicklung, auch wenn ich zugebe, dass die Fische natürlich in den Erdschichten zuerst gefunden werden und dann später erst die Landwirbeltiere. Das ist schon tatsächlich so. Also wir hatten gesehen, Ähnlichkeit der Lebewesen, Fossilien und alte Erdschichten. Darwin macht noch eine ganze Reihe an anderen Argumenten auf, die wir aus Zeitgründen heute nicht machen, wie Übergangsformen und Evolutionsreste nach dem Motto, der Wurmfortsatz des Blinddarms ist schlecht designt. Dementsprechend gibt es keinen intelligenten Gott, dementsprechend hat er sich von alleine entwickelt. Da gibt es dieses Video, was Reinhard Juncker gemacht hat mit Hanno Herzler als Sprecher, diese Videoserie Schöpfung oder Evolution, ein klarer Fall, Fragezeichen. Und dort dröselt er diese ganzen Argumente auf. Und in der Regel können wir mittlerweile gut begründen, warum es so etwas wie den Wurmfortsatz des Blinddarms gibt. Und es eben hat sich herausgestellt, dann doch kein Fusch. Also da gibt es eine ganze Reihe, auch über unseren YouTube-Kanal Wort und Wissen. Wir bleiben mal bei den oberen beiden Bereichen, also wie ist das mit der Entwicklung der Lebewesen in Proben. Okay, Darwin hatte daraus die Selektionstheorie entwickelt, Selektion, die Auslese, das Überleben des Angepassten oder Stärkeren in Form von Populationen. Allerdings ist eine häufige Kritik jetzt nicht nur von mir oder Wort und Wissen, sondern von Evolutionsbiologen allgemein, auch ein schöner Satz. Darwin erklärt nur das Survival of the Fittest, also warum der Fitteste überlebt, der Angepasste, aber er erklärt nicht das Arrival of the Fittest, also er erklärt überhaupt nicht, wo kommt das denn her, dass der schon angepasst ist. Das heißt, die Selektion funktioniert nur wie ein Sieb, das was überleben kann, bleibt drin und der Rest fliegt raus. Aber woher kommt das, was überleben kann? Kann Darwin mit diesem Selektionsprinzip, mit der Selektionstheorie eigentlich erklären, diese unendlich vielen Änderungen, die wir brauchen, um von der Amöbe bis zu Goethe zu kommen? Dazu sagen Wissenschaftler, Evolutionsbiologen aus dem 20. und 21. Jahrhundert eigentlich einstimmig, nein, Darwin allein reicht nicht. Also brauchen wir zusätzliche Erklärungen, zusätzliche Evolutionsfaktoren, um zu erklären, woher der Ursprung der Angepassten kommt. Man hat also mit der Zeit immer mehr Evolutionsfaktoren ergänzt, wie Isolation, also die Trennung von Populationen, Mutationen, Erbgutänderungen, Rekombination, das heißt die Vermischung von Erbgut der Eltern, Entwicklungsbiologie, also Embryologie, Verschaltung von Mastergenen, Gentrift und so weiter. Das möchte ich jetzt nicht im Detail erklären. Ich will nur sagen, die Liste an Mechanismen, die Evolution erklären sollen, wächst und wächst und wächst. Was zeigt, dass eine Unzufriedenheit mit den bisherigen Mechanismen irgendwie da war? Und daraus haben Wissenschaftler dann viele verschiedene widerstreitende Evolutionstheorien entwickelt. Also wenn man sagt, die Evolutionstheorie ist das eigentlich falsch, es sind die Evolutionstheorien. Wen das interessiert, der kann in diesem Buch, wo auch Markus Wiedenmeier seine Finger mit hatte, dazu mehr erfahren, Schöpfung ohne Schöpfer. Also mal ein paar Beispiele für solche widerstreitenden Evolutionstheorien. Darwin war Gradualist, alles entwickelt sich schrittweise. Andere sind Saltationisten, sie gehen von Evolutionssprüngen aus. Oder Darwin sagt, Evolution ist nicht vorhersehbar so richtig. Und andere wieder sagen, nein, es gibt Evolutionszwänge. Wenn die Evolution nochmal abläuft, dann kommt wieder der Mensch auf der Erde raus. Heiß umstritten bis heute. Evo-Devo, wie ist das mit Entwicklungsbiologie, mit Mastergen, mit Verschaltung?
Wie ist das mit Plastizität? Das ist sowas wie Vorprogrammierung, dass Lebewesen Eigenschaften sofort haben, sobald sie sie brauchen. Nicht, weil sie sie evolviert haben, sondern weil sie schon da waren. Sie wurden an- oder ausgeschaltet. Und auch die neutrale Evolutionstheorie, die sagt, naja, eigentlich Auslese brauchen wir gar nicht. Das passiert von alleine auf genetischer Ebene, dass sich Sachen entwickeln. Ja, also fragt mal hier die Bio-Kollegen, wenn ihr mehr wissen wollt. Das ist nur so angeditscht, um zu zeigen, so einheitlich und einfach ist das alles gar nicht, wie uns das oft gerade in Klasse 5 bis Klasse 10 in den Schulbüchern begegnet. Die Oberstufenbücher sind da schon differenzierter. Man hat also all diese Theorien zusammengefasst in den Begriff synthetische Evolutionstheorie oder auch erweiterte Synthese. Synthetisch heißt hier, man hat sie zusammengefasst. Man hat einfach alle verschiedenen Theorien genommen und gesagt, okay, die sind jetzt alle drin in der synthetischen Evolutionstheorie oder in der erweiterten synthetischen Evolutionstheorie. Okay, stellen wir wieder uns die Frage, kann jetzt die synthetische Evolutionstheorie all diese Änderungen erklären, die wir von Bakterien bis zu Mensch brauchen? Die Entstehung neuer Lebewesen. Oder anders gesagt, kann die synthetische Evolutionstheorie erklären, woher kommt neue genetische Information, woher kommen neue Genwirkketten oder ganze Organe? Da möchten wir einfach mal ein paar Beispiele angucken. Die Biolehrer kennen das vielleicht. Aus diesem Buch kommt Evolution, ein kritisches Lehrbuch, wo aufgezeigt wird, was passiert denn, wenn man empirisch in Experimenten in der Natur guckt, was kann denn Evolution leisten? Naja, in der Regel, zum Beispiel hier bei dieser Fruchtfliege, wenn man die mutieren lässt, in der Regel entstehen da Verluste. Die Flügel sind verkrüppelt und nicht mehr flugfähig. Oder hier, eine Erbse in der Normalform, in hell, man kann die Erbse so züchten, dass sie die Blätter verliert oder die Ranken verliert. Was hat sie dazu gewonnen? Nichts. Aber dieser Igel, er ist jetzt weiß geworden. Bestimmt hat er weißen Farbstoff entwickelt. Nein, er hat den Farbstoff verloren. Jetzt kann er keine Farbe mehr bilden. Gibt es ja bei Menschen auch, Albinismus. Oder hier, die Naturform in der Mitte und rechts und links die Zuchtformen. Was hat sich da entwickelt? Oh, naja, er hat nur auf der einen Seite sein Grün und sein Blau verloren und auf der anderen Seite sein Gelb und sein Grün. Aber die Farben waren ja schon vorher da, in der Wildform. Oder hier der Gepard. Der Gepard ist ja das schnellste Landwirbeltier, das wir kennen. Er ist absolut auf Geschwindigkeit angepasst, auf Sprint. Und hier haben wir mal aufgetragen, wie sieht das aus mit Vielfältigkeit, genetischer Vielfältigkeit, also Mischerbigkeit, zum Beispiel hier in Rot oder in Grün, wie viele Orte gibt es, wo es verschiedene Varianten gibt, das will ich nicht so im Detail erklären, aber das wird was ganz offensichtlich, im Vergleich zu den anderen Katzen hat der Gepard keine genetische Vielfalt. Das spricht für mich dafür, dass es einen Vorfang gab mit breiter genetischer Varianz und die Anpassung an Geschwindigkeit hat dazu geführt, dass sozusagen alle anderen Varianten ausgeschieden sind, die dort nicht kompatibel sind. Also der Gepard ist genetisch absolut verarmt und vielleicht stirbt er im nächsten Jahrzehnten daran irgendwann aus. Ich hoffe es mal nicht. Das heißt, wenn wir in die Empirie schauen, dann sehen wir bei Mutationen in der Regel Verluste, Verluste, Verluste und an manchen Stellen auch mal eine Neuverschaltung. Zum Beispiel bei Lenskys Langzeitexperiment, wo die Bakterien durch eine Neuverschaltung Zitrat, also Zitronensäure, verstoffwechseln konnten. Das konnten die vorher auch schon, es war halt ausgeschaltet. Das, was hier mutiert ist, ist die Verschaltung. Aber das Modul war schon vorhanden. Also wir sehen, es entsteht nicht qualitativ jetzt komplex Neues, es entstehen schon neue Sachen, aber sie sind nicht unglaublich komplex. Ja, und jetzt nochmal ein paar Zitate von Evolutionsbiologen, die selber was dazu gesagt haben, was kann denn die synthetische Evolutionstheorie leisten, damit es nicht heißt, ich habe am Ende gesagt, sind schlecht und sie sehen das ganz anders selber. Zum Beispiel sagt Leighton Radick, eins der wichtigsten ungelösten Probleme der Biologie ist das Verständnis der Entstehung neuer komplexer Phänotypen, also von Körperbauplänen, von dem, was ein Lebewesen ausprägt. Ja, das würde man gern verstehen, aber man weiß halt nicht, woher kommt denn das jetzt, das Komplexe im Körperbauplan eines Tieres zum Beispiel. Oder, obwohl das ja wichtig ist, hat man die evolutionäre Innovation, also die Entstehung von Neuheiten, von neuen komplexen Organen oder Wirkketten, bemerkenswert schlecht verstanden, sagt Nocek. Beim Verständnis der Entstehung neuer Merkmale sind wir relativ wenig vorangekommen. Monteiro sagt wiederum, die Kernfrage, nämlich, woher kommt denn diese
genetische neue komplexe Informationen, diese neuen komplexen Merkmale. In dieser Kernfrage sind wir wenig vorangekommen. Das ist nämlich immer noch eine unbeantwortete Frage in der Evolution. Oder Martin sagt, obwohl Tiere eine reiche Vielfalt an Formen und Mustern aufweisen, sind die genetischen Veränderungen, die erklären, wie komplexe Formen entstehen, immer noch unklar. Ja, genau, das soll ja die Evolution erklären eigentlich. Cleef sagt, wie sich Körperformen in der Natur entwickeln, ist noch weitgehend unbekannt. Und Wagner sagt, die Erklärung für Anpassung ist die natürliche Selektion, also Darwin, hat man schon. Wir sind uns aber noch nicht sicher, was die Erklärung für Neuerung ist. Also wenn etwas vorhanden ist, es gibt genetische Vielfalt, dann kann es sich anpassen, aber wir wissen nicht, woher der Schritt vorher kommt. Woher kommt denn diese Vielfalt? Das gibt es mit auf dem Arbeitsblatt und vielleicht ist das eine spannende Aufgabe, das mal den Schülern so hinzulegen, Oberstufe und mal die Frage zu stellen, was kann die synthetische Evolutionstheorie erklären und was nicht. Ich fasse mal für mich zusammen, kurz gesagt, woher die grundlegenden Bauplaneinheiten der Lebewesen kommen, also natürlich die genetische Information, kann die synthetische Makroevolution nicht erklären bisher. Warum sage ich Makroevolution an diesem Punkt? Wir bei Wort und Wissen unterscheiden zwischen zwei Formen von Evolution. Also wir sind keine Evolutionsgegner, falls man das vielleicht denkt. Makroevolution heißt, es sind schier unendliche Änderungen möglich, von der Bakterie bis zum Mensch, von einem gemeinsamen Vorfahren ausgehend, also die große Makroevolution. Und Mikroevolution ist hingegen, Änderungen sind nur im begrenzten Rahmen möglich, in der Regel auf dem aufbauen, was schon genetisch da war. Und zwar sagen wir innerhalb von Grundtypen, die eine Vielfalt schon mitbekommen haben, und das ist dann Mikroevolution oder das Grundtypenmodell. Das Spannende ist, was die meisten Menschen nicht wissen, dass Gregor Mendel, der Vater der Genetik, nur 6 Jahre nach Darwins Werk über den Ursprung der Arten, selber eine wirklich weltbewegende Publikation über die Vererbung von Erbsen veröffentlicht hat. Ich habe das gelesen, Wahnsinn, wie der 1866 gearbeitet hat, wie akkurat. Und Mendel hat dann gesagt, Vielfalt entsteht durch Rekombination, also Vermischung von dem, was bei den Eltern schon da war. Und das heißt, das Grundtypenmodell oder Modell der Mikroevolution lehnt sich sozusagen an den Vater der Genetik an, während die Makroevolution sich an den Vater der Evolutionstheorie Darwin anlehnt. Wie entstehen also neue Arten? Es ist eine Tatsache, dass Arten entstehen. Arten bleiben nicht immer gleich. Das beste Beispiel sind die Hunde. Denn ganz sicher sahen die vor 200 und auch 10.000 Jahren nicht so aus. Egal welchen Zeitrahmen man jetzt ansetzen möchte, aber so sahen sie ganz sicherlich nicht aus. Darwin ist das auch aufgefallen, oh, die Tauben, oh, die Hunde verändern sich. Es ist nicht immer alles gleich. Stimmt. Aber die Frage ist, kann die Makroevolution nach Darwin diese Artentstehung besser erklären als das Mikroevolutions-Grundtypenmodell oder sind sie beide dort ebenbürtig? Die Art ist die unterste systematische Ebene, wie jetzt der Haushund, eine andere Art wäre dann der eurasische Wolf. Kommt die Gattung, das sind jetzt also Wolf und Hund in einer Gattung, Canis, dann kommt die Familie und die Ordnung und so weiter. Und wir denken, dass Artbildung hier in diesem Bereich beobachtbar ist, tatsächlich stattfindet, aber auf höheren Ebenen eben nicht nachweisbar ist. Ich möchte kurz noch erklären, was ist jetzt dieser Begriff Grundtyp? Warum sagen wir nicht einfach Art? Im Schöpfungsbericht steht doch Art. Also, das Grundtypenmodell versucht, sowohl die Schöpfungseinheiten im Buch Genesis als auch Modelle der Artbildung aus der Biologie miteinander zu verbinden, also sozusagen operationalisierbar oder greifbar zu machen, dass wir ein wissenschaftliches Modell haben, womit wir arbeiten können. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Modell, aber wir können Modelle entwickeln, die biblisch passend sind. Im Schöpfungsbericht steht der Begriff Art oder Min und da steht vor allen Dingen, dass sie Frucht tragen nach ihrer Art oder Nachkommen hervorbringen nach ihrer Art. Also der Schöpfungsbericht betont, dass diese Schöpfungseinheiten oder Grundtypen oder Arten, dass die Eigenschaft haben, sich fortzupflanzen. Und daher haben dann Wissenschaftler, christliche Wissenschaftler gesagt, okay, wir definieren einen Grundtyp als alle die Arten, die sich miteinander fortpflanzen können. Weil ja die Fortpflanzung, das ist, was im Genesis-Bericht Arten definiert. Jetzt durch direkte Kreuzungen, zwei Arten, die sich miteinander kreuzen können, oder zwei Arten, die sich jeweils mit einer dritten Art kreuzen können. Und Kreuzung zeigt, dass die genetischen Programme kompatibel sind. Man hat schon versucht, Menschen und Affen zu kreuzen.
das ist schiefgegangen, weil die genetischen Programme eben nicht kompatibel sind. Einfach ein paar Beispiele, dann kann man sich das besser vorstellen. Zum Beispiel Haushuhn und Truthahn kann man miteinander kreuzen, auch mit dem Jagdfasan, schmeckt bestimmt alles gut. Und der Jagdfasan seinerseits ist nun wieder mit dem Königsfasan kreuzbar. Dass die jetzt miteinander nicht kreuzbar sind, ist auch im Schöpfungsmodell kein Problem, wenn Inkompatibilität, also dass zwei Arten nicht mehr zusammenpassen genetisch, das passiert ganz schnell durch Mutation. Das kann man innerhalb von wenigen Jahrhunderten beobachten. Die Stockente ist wiederum nicht kreuzbar, also denken wir, dass es ein anderer Grundtyp ist. Hier haben wir mal den Grundtyp der Fasanartigen. Da sieht man, dass es schon echt eine ganze geniale Vielfalt drin steckt, auch wenn miteinander Kreuzungen möglich sind. Und hier haben wir dann mal den Grundtyp der Entenvögel. Die sind wieder nicht kreuzbar mit den Hühnervögeln, aber untereinander. Wer sich mit Enten auskennt, weiß, dass es da viele Formen gibt, die sehen, wenn die sich kreuzen, in der Kreuzung so ähnlich aus wie andere Arten, die es schon gibt. Also die sind miteinander verbunden. Dann haben wir hier mal Puvos. Also das sind jetzt die Enkel von einem Pudel und einem Wolf, die man gekreuzt hat. Und die sind auch super vielfältig. Ne? Das hat Mendel vorhergesagt. Die Biolehrer wissen, in der zweiten Generation ballen sich die Merkmale auf. Und gemeinsam mit Wolf, Schakal und so weiter bilden sie einen Grundtyp. Also man kann ja auch Wölfe und Hunde, Wolf, Schakale und so weiter kreuzen. Dann haben wir hier einen Zwors. Ein Horst, ein Pferd und ein Zebra oder ein Zesel. Ein Zebra und ein Esel. Vielleicht bekannter sind Maultiere, Maulesel, die auch in der Bibel vorkommen. Also die sind kreuzbar, die sehen auch sehr schick aus, finde ich. Ich habe hier vorne einfach mal ein paar Tiere, Gummitiere, Playmobil und so weiter mitgebracht, um was zu veranschaulichen, was man mit den Schülern machen kann. Ich habe drei kleine Mädels, Grundschule, und ich mache das manchmal mit denen, dann zeige ich denen die Tiere und dann sage ich denen, sortiert die mal, was ist ähnlich? Mal spannend, was da rauskommt. Mein Eindruck ist, meistens haben die so ein Verständnis, so ein Konzept, was zusammenpasst, ja. Die Pferdeartigen passen zusammen, die Hunde passen zusammen, die Katzen passen zusammen. Das können auch Kinder schon verstehen. Meistens sagen die zu allem, was irgendwie so ähnlich aussieht, Katze oder so allem, was so ähnlich aussieht, Hund. Das ist ja ganz erstaunlich, dass da so ein intuitives Verständnis ist, was auch genetisch wirklich kompatibel ist. Also mein Vorschlag, einfach mal bei den Kindern zu Hause die Spielzeugkiste plündern und mal die Schüler ein bisschen sortieren lassen. Hier haben wir mal ein Schema. Man sieht, dass fast alle heutigen Pferdeartigen wirklich miteinander kreuzbar sind. Oder hier, Kreuzungsschema innerhalb der Katzenartigen. Das zeigt uns, dass ziemlich sicher Kleinkatzen und Großkatzen gemeinsam zu einem Grundtyp gehören. Für mich das beeindruckendste Beispiel ist die Kreuzung aus männlichem Löwe und weiblichem Tiger, der Liger. Also der wird 350 Kilo schwer, 4 Meter lang, ist damit die größte Raubkatze der Welt. Allerdings entsteht sie nur in Zoos. In der Natur begegnet sich Löwe und Tiger so gut wie nie, außer im kleinen Bereich in Indien. Oder hier, Grundtyp der Kamele, da gehören auch die Lamas dazu. Und tatsächlich hat so ein Scheich, ein Dromedar und ein Lama künstlich befruchtet, da kam dann ein Kama raus. Das beweist, die genetischen Programme sind kompatibel, obwohl sie von verschiedenen Kontinenten stammen. Wir haben auf unserer Website wort-und-wissen.org verschiedene Grundtypenstudien, das interessiert jetzt wahrscheinlich nur die Biolehrer, wie zum Beispiel die Paradiesvögel, wo einfach wissenschaftlich Schritt für Schritt gezeigt wird, die gehören wirklich in eine Gruppe, die sind miteinander kreuzbar, wahrscheinlich wurden sie auch gemeinsam als Grundtyp dann erschaffen. Ein weiteres Argument für Mikroevolution und gegen Makroevolution heißt nicht reduzierbar komplexe Systeme. Das ist ein sehr schwieriges Wort. Kann man an der Wäscheklammer ganz einfach verdeutlichen, nimm einen Teil von der Wäscheklammer raus und sie funktioniert nicht mehr. Ich brauche alle Teile, sonst klappt es nicht. Markus, du überlegst, ob du eine Variante hinkriegst, erzähl uns nachher, ob es eine gibt. Ich habe es probiert mit so einer alten Holzwäscheklammer, also ich schaffe es nicht. Und solche nicht reduzierbaren komplexen Systeme gibt es nicht nur in der Technik, sondern eben auch in der Biologie. Und die Biochemie hat da unglaubliche Dinge hervorgebracht, zum Beispiel der Antrieb eines Bakteriums für seine Geißel ist so komplex wie ein Schiffsmotor und funktioniert auch ähnlich, nur eben mit anderen Bauteilen. Und davon gibt es sogar ganz verschiedene im Bakterienreich, die gar nicht miteinander verwandt sind. Die müssen also sogar mehrfach unabhängig zufälligerweise entstanden sein. Oder dieses Beispiel hier unten, das sind zwei Zahnräder, allerdings stammen die von einer Zikadenlarve und die greifen perfekt ineinander, um die beiden Beine beim Absprung zu synchronisieren.
Jetzt die Frage, wie kann man sich evolutionäre Vorläufer vorstellen von Zahnrädern, die auch schon irgendeinen Nutzen hatten, um sich durchzusetzen? Ich brauche das richtige Material, die richtige Größe, den richtigen Abstand, ich brauche die richtigen Winkel und so weiter. Das macht nur ganz oder gar nicht Sinn. Und solche Prinzipien sind wirklich ein Problem für Darwins Vorstellung, dass sich alles Schritt für Schritt immer verbessert hat. Biologen wissen das, wenn sie in die Biochemie vor allem gucken, dass das genial designt ist. Deswegen sagen Biologen, wir machen Wissenschaft und beschäftigen uns mit Dingen, die so aussehen, als ob sie geschaffen wären. Zitat Richard Dawkins. Wir müssen uns nur immer wieder daran erinnern, nein, sie dürfen nicht geschaffen worden sein. Warum ist das ein Problem? Naja, Evolution verfolgt keine Ziele, sie ist planlos. Sie kann nicht 5 Schritte vorausdenken. Jeder einzelne Schritt muss einen Evolutionsvorteil haben, um sich durchzusetzen und nicht ausgelesen zu werden. Das heißt, so als Quintessenz für Frage 4, die empirischen Belege zeigen in meiner Meinung nach nur Mikroevolution im Rahmen von Grundtypen und eben keine Makroevolution. Und ich denke, die Entstehung von Arten ist aus Grundtypen biologischer Sicht, wenn man davon ausgeht, Gott schafft die Grundtypen vielfältig von Anfang an, ich denke, dass die Entstehung von Arten aus Grundtypen biologischer Sicht genauso gut oder besser erklärbar ist als aus Perspektive der Makroevolution. Und zwar liegt das am nächsten Punkt. Der Unterschied ist, wenn Gott von Anfang an genial designte Grundtypen erschafft, mit ihren Genwirkketten, Organen und so weiter, dann muss ich hier nicht die nagende Frage beantworten, wie sind denn diese komplexen Dinge überhaupt erst entstanden? Also die Abbildung, die wir heute beobachten, da sind beide Modelle gleich gut. Aber ich würde sagen, Schöpfungswissenschaften haben einen Vorteil, weil die bisher bekannten Evolutionsfaktoren diese Komplexität, die schon da ist, eben nicht erklären können. Und es ist interessant, dass auch der Intelligent Design Vertreter Michael Behe, den manche vielleicht kennen, dass er auch der Meinung ist, Schöpfungseinheiten müssen wir auf der Ebene der Familie suchen. Denn die Familien sind zu unterschiedlich, haben zu viele komplexe Merkmale, als dass sich das einfach schrittweise entwickeln kann. Und das sagt Behe nicht, weil er es irgendwie aus der Bibel hat, sondern sagt er einfach nur, weil er ihn das wissenschaftlich überzeugt. Aber in der Philosophie ist der Übergang zwischen Glaube und Wissen graduell. Also Wissen ist per Definition wahrer, rational gerechtfertigter Glaube. Wenn ich etwas glaube, ich kann immer mehr rationale Gründe anführen, die Gegengründe widerlegen, dann wird mein Glaube immer mehr zur Gewissheit, zur rational begründeten Gewissheit, zum Wissen. Und irgendwo dazwischen ist eben auch nach meiner Erkenntnis der Glaube und das Wissen an Schöpfung angesiedelt irgendwo zwischen Glaube und Wissen. Es ist nicht nur Glaube, es ist auch nicht absolut sicheres Wissen, irgendwas dazwischen. Danke, Markus. Ich würde mal meine letzte Viertelstunde nutzen, noch so ein paar Indizien anzuführen, nämlich Fossilien. Die gängige Sichtweise ist, die Erde und auch das Leben sind ungefähr mindestens 4 Milliarden Jahre alt. Es gibt so eine schrittweise Entwicklung. Da möchte ich einwenden, wir sind hier nicht im Wissensbereich, definitiv nicht. Denn es hängt ganz stark davon ab, welchen Deutungsrahmen der Wissenschaftler an die Gesteine heranträgt. Denn Fossilien und auch Gesteine tragen keine Etiketten. Da steht nicht drauf, made in China 2 billion years ago. Das wäre zwar schön, aber es ist leider nicht so. Wen das mehr interessiert, wie man geologisch da rangehen kann, gibt es dieses Buch Sintflut und Geologie als kleinen Überblick. Mal ein Beispiel, was man auch im Unterricht zeigen kann, zum Beispiel hier mit dieser DVD gibt es aber auch auf dem YouTube-Kanal. Übrigens, ihr könnt alles von Wort und Wissen im Unterricht jederzeit verwenden, ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt auch fragen, wenn ihr irgendwas braucht. Und dort wird mal das Beispiel, wie entsteht so ein Canyon, Grand Canyon rausgenommen. Und es wird letztendlich an Beispielen gezeigt, ein Canyon kann sich auf 2 Arten und Weisen bilden. Nämlich ganz langsam, ganz wenig Wasser habe, so ein kleines Bächlein. Oder nämlich ganz kurz, ganz viel Wasser habe, also eine riesige Flutkatastrophe. Wie beim Mount St. Helens, der ausgebrochen ist in den USA vor 40 Jahren. Und dort gab es eine 200 Meter hohe Flutwelle und es haben sich Canyons gebildet, wo auch Geologen sagen würden, boah, die sind aber tausende bis Millionen Jahre alt. Das heißt, der Trend geht so ein bisschen in Richtung Katastrophismus. Es gibt also immer mehr Wissenschaftler, die auch davon ausgehen, dass große Katastrophen große geologische Umwälzungen erzeugen können. Natürlich meinen sie damit nicht die Sintflut. Das müssen wir mal klar festhalten. Und wir haben auch nach wie vor kein umfassendes Kurzzeit- oder Sintflutmodell. Also vielleicht wieder was für eure Schüler dann, die nächste Generation.
Das heißt aber nicht, dass wir keine Indizien dafür haben, für das, was wir denken. Zum Beispiel gibt es auf der Website unter Artikel, also Publikation, Artikel, hier ein Artikel von Michael Kotulla über Bentonithorizonte und da gibt es eine schöne Folie drin. Und zwar hat er hier auf der einen Seite sich angeschaut, wie viele Millionen radiodatierte Jahre soll das alt sein, Radiodatierung, und aus geologisch-sedimentologischer Sicht, wie lange würde es eigentlich dauern, rein logisch, bis sich so eine Schicht bildet. Gibt es dort Formen oder gibt es dort Hinweise, dass es Lücken gab oder ist das ein durchgängiger Ablagerungsprozess gewesen? Und er sagt, also wir müssen Faktor 400 bis Faktor 900, bis Faktor 9 Millionen müssen wir abziehen. Also das heißt 2 bis 6 Nullen streichen, mindestens. Von dem, was an radiometrischen Jahren für diese einzelnen geologischen Schichten ermittelt worden ist. Das habe ich einfach mal mit abgedruckt. Einfach auf den Link gehen. Ich schicke das dann auch gerne rum, wenn Sie nachher, oder wenn ihr nachher noch eure E-Mail aufschreibt, kriegt ihr das auch alles digital zum Bearbeiten und Ausdrucken und so weiter. Also einfach mal als ein Beispiel, um zu zeigen, so einfach ist die Sache auch nicht. Oder Fossilien, eben weil die Frage, woher kommen diese höheren Ordnungen, Familienordnungen, Klassen, woher kommen diese höheren systematischen Einheiten, wurden sie erschaffen oder haben sie sich entwickelt? Die kambrische Explosion heißt zu Recht so, denn sie bezeichnet die Periode im Kambrium als plötzlich ungefähr 2 Dutzend verschiedene, ganz, ganz verschieden gebaute Tierstämme auftauchen. Ich habe hier einfach mal so ein paar Fossilien mit zum Angucken, für die, die das interessiert, wie so Fossilien von wirbellosen Tieren aussehen. Und die Kernphase der kambrischen Evolution sind nur 5 bis 10 Millionen Jahre. Das klingt für uns super viel, aber Evolutionsbiologen sagen, so lange braucht das, bis sich auch nur eine einzige Wirbeltierart entwickelt. Wir sind hier aber auf der Ebene von Stämmen, die verschieden und nicht sein können. Also auf einmal, zack, von einer Schicht auf die nächste ist eine gigantische Vielfalt an den verschiedenen Tiergruppen da. Quasi fast alle Tierstämme, die es heute gibt, gab es ab diesem Moment und davor vielleicht 1, 2, 3 Vorläufer höchstens. Älteren Formen aus der Ediacara-Fauna, wir wissen nicht mal, wir sehen sie hier unten, wir wissen nicht mal, ob das Tiere oder Pflanzen oder was das ist. Ja? Also wir wissen nichts damit anzufangen und zack kommt die Schicht und alle Tierstämme, fast alle Tierstämme, die wir heute kennen, sind auf einmal da. Kann man sich jetzt überlegen, wie man das deutet. Aber Vorläufer finden wir in der Regel nicht. Also es sind quasi so gut wie alle heutigen marinen Stämme von Tieren sind auf einmal da. Also es ist jetzt nicht eingeengt auf irgendein Spektrum. Einfach mal hier eine Grafik von einem aktuellen Paper von 2020, wo wir sehen auf einmal hier und hier die Stämme und die Klassen, zack, sie explodieren. Die verdoppeln sich einfach, sind auf einmal 2 Dutzend Stämme und 40 neue Klassen da, einfach da, zack. So, ich mache mal ein bisschen schneller, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, dass ich noch kurz was zu Menschen sagen kann zum Abschluss. Darwin selbst wusste nicht, wie das mit dem Kambrium ist, hat auch gesagt, ist für mich ohne befriedigende Antwort. Also ich muss als Schöpfungswissenschaftler sagen, ich weiß nicht warum. Und Darwin sagt, ich habe auch keine Antwort da. Müssen wir mit leben. Valentine sagt dasselbe. Nach ein paar Jahren Forschung später, er sagt zusammengefasst, implizieren die kambrischen Fossilien eine Explosion der Baupläne, aber die zugrunde liegenden Ursachen bleiben unsicher. Also sie wissen auch nicht, wo kommt es auf einmal her. Und sie haben verschiedene Modelle, aber sie sind sich nicht einig. Kann man in diesem Paper nachlesen, der Link ist auch mit und im Handout oder in der digitalen Variante zu haben. Ganz kurz nur angerissen, lebende Fossilien sind ein Problem für die Evolutionstheorie, weil in dieser Zeit sollen sich aus Quastenflosser oder lungenfischartigen Tieren Menschen entwickelt haben. Wir finden aber Quastenflosser seit 385 Millionen Jahren auf Ordnungsebene immer noch Quastenflosser sind. Und auf Familienebene seit 240 Millionen Jahren. Also ich habe zu Hause eine Word-Datei, wo ich hunderte von Beispielen zusammengetragen habe, wo Lebewesen seit der Dinosaurierzeit, seit dem Erdmittelalter immer noch die gleichen Familien sind wie heute. Nur ein paar Beispiele, so ganz kurz, ich habe es ja auch im Handout. Kaimane, Schnabeltiere, Stelzmücken, Königsfarn oder der König, Triops, Tankriformis. Seit 200 Millionen Jahren ist es dieselbe Art. Also Fossilien eben heute gelegt, du könntest sie nicht unterscheiden. Bis auf ganz, ganz winzige Details. Also warum haben die sich nicht weiterentwickelt? Wo ist hier die Evolution? Und das ist ein systematisches Prinzip. Bei Haien ist es so, die Mehrheit der Haifamilien gibt es mindestens seit dem Erdmittelalter. Die Mehrheit. Gut, der Mensch. Ich fasse mich kurz. So als kurzen Überblick. Also Evolutionsbiologie sagt, wir haben eine graduelle Entwicklung des Menschen. Und zwar Menschenaffen entstehen,
der menschliche Gang bei den sogenannten Vormenschen entsteht und dann entsteht die menschliche Intelligenz. Angeblich sind wir also nur Menschen, Affen, die sich weiterentwickelt haben. Das Problem ist, in der Regel werden die Ähnlichkeiten in verschiedenen Bereichen massiv überbetont und guckt man eure Bücher, ihr werdet das auch feststellen. Und angeblich haben wir Fossilien, Übergangsformen, ich habe auch was mit, die zeigen, wie sich das angeblich entwickelt hat. Meine Gegenargumente. Erstens, die genetischen Unterschiede sind viel größer, als fast überall steht. Dieser typische 1-2% Unterschied-Mythos, habe ich im Studium gelernt, bei meinen Schulbüchern, ist seit 2004 längst passé, wurde in Science publiziert. Die Unterschiede zwischen Schimpanse und Mensch sind insgesamt mindestens 8-16%. Wie viel sie genau sind, weiß man noch gar nicht, weil so hochauflösende Sequenzierung liegt noch gar nicht vor von Schimpansen, die man mit Menschen vergleichen kann. Also, wir werden es sehen in den nächsten Jahren, aber es sind nicht 1-2% und das ist seit 20 Jahren belegt. Würde mich mal interessieren, ob es bei euch noch steht. In den Büchern. Da gibt es einen Flyer dazu, der liegt hier vorne, ist hier vorne mit drin in dem Flyerständer. Einfach mitnehmen. Könnt ihr auch kostenlos für eure Klassen bestellen. Dann Körperbau. Sind Menschenaffen und Menschen die gleiche Familie? Die Anatomen, die wirklich Ahnung hatten, haben alle gesagt, nö, auch Evolutionsbiologen. Wie George Cuvier und Sir Richard Owen, beide sind übrigens Schöpfungswissenschaftler. Und Thomas Huxley, die Bulldogge Darwins. Also waren alle der Meinung, rein von der Anatomie ist das nicht dieselbe Familie. Dass sie heute eingeteilt werden in dieselbe Familie, liegt an diesen 1-2%. Genetik. Verhaltensbiologie ist mein Thema. Gibt es auch auf YouTube einiges dazu. Und auch ein Paper. Mal ganz kurz. In Schulbüchern werden gerne Menschenkinder mit erwachsenen Schimpansen, die Jahrzehnte trainiert wurden, verglichen. Und dann wird gesagt, ja, die sind ungefähr gleich. Kann man sich schon überlegen, ob das fair ist. Aber selbst wenn man das macht, kommt am Ende raus, dass es eine ganze Reihe von Eigenschaften gibt, die schon seit Babys und Kleinkindern bei Menschen ganz anders, qualitativ anders sind als bei Schimpansen. Menschenbabys haben eine soziale Intelligenz mit 9 Monaten, die einem 30-jährigen Schimpansen überlegen ist. Man weiß viel besser, was andere Menschen denken als der Schimpanse. Kooperation. Kleinkinder sind hilfsbereit, auch wenn es ihnen nichts bringt. Schimpansen sind in der Regel egoistisch. Sprache. Gibt es auch ein Buch von Roger Libby dazu und einen Artikel von mir über Schimpansen. Das ist über Menschen, das ist über Schimpansen. Menschen haben unglaublich komplexe Sprachen. 7000 sind bekannt. Wahrscheinlich so 300 Familien, Sprachfamilien. Schimpansen können höchstens, das weiß man noch nicht mal, höchstens 20 Rufe kombinieren. Also zum Beispiel, dass immer nach einem Huf ein Haar kommt. Aber natürlich sprechen sie nicht über abstrakte Dinge, selbst wenn sie rufen. Schimpansen können nicht mal die einfachsten fossilen Steinwerkzeuge herstellen, selbst wenn man sie ihnen beibringt, habe ich hier vorne ein Beispiel. Und selbst Kapuzineraffen, die evolutionär weit zurückstehen gegen die Schimpansen, sind besser in der Steinwerkzeugherstellung als Schimpansen. Da gibt es einen Artikel von mir hier in dieser Studium Integrale Zeitschrift. Kann man sich auch mal ein Probeexemplar dann nachher bei mir abholen. Schimpansen haben keine Moral, keine Gerechtigkeitsvorstellung und natürlich keine Religion. Man braucht mit ihnen nicht über Gott reden. Das geht über ihre Kapazität. Fossilien auch wieder ganz knackig und kurz. Es ist fossil völlig unklar, woher die afrikanischen Menschenaffen kommen. Wenn man sich hier angucken im Paper und in der Dokumentation. Die Stammbaumrekonstruktionen sind massiv widersprüchlich. Und Sergio Almeida vom American Museum of National History sagt, es ist ein totales Chaos, es gibt keinen Konsens. Die Evolutionsbiologen wissen nicht, woher die afrikanischen Menschenaffen kommen. Sie wissen nur, dass sie sich entwickelt haben und dass wir die Fossilien noch irgendwann finden. Zweite These. Jetzt der menschliche Gang. Ich habe hier vorne Lucy liegen, also das sind die Skelettteile von Lucy im Abguss. Man sagt, Lucy hätte einen menschlich aufrechten Gang gehabt. Mein Einwand ist, es passt überhaupt nicht zu den Daten. Warum? Natürlich hatte Lucy menschenähnliche Merkmale am Becken, am Oberschenkel, aber auch schimpansenähnliche Merkmale und total viele einzigartige Merkmale, gerade in den Bereichen, die für die Fortbewegung wichtig sind. Wenn da ganz viele einzigartige Merkmale auftreten, ist es für mich zu billig zu sagen, naja, ein paar Sachen sind menschenähnlich, wird wohl gelaufen sein wie ein Mensch. Da gibt es ein neues Paper, das in der Neuauflage von frühe Hominiden erscheint, also das ist die alte Auflage hier vorne in blau. Die neue kommt in den nächsten Monaten raus, ist schon geschrieben. Dort wird das genau auseinandergenommen, warum rein vom Körperbau her
völliger Quatsch ist, zu behaupten, Lucy wäre menschlich unterwegs gewesen. Der menschliche Gang kommt erst mit Homo erectus. Wäre dann hier in der Mitte. Und noch zum ganz zum Schluss, jetzt zusammengefasst, mache ich mal ohne Folien. Es ist wirklich ein gutes Argument für die Evolutionstheorie, dass die Schädel, man sieht es auch hier, dass die Schädel größer werden im Laufe der biologischen Zeit. Das stimmt wirklich. Aber daraus zu schließen, dass dort die Intelligenz sich entwickelt, halte ich für relativ fraglich. Denn es gibt eine Reihe von archäologischen Hinterlassenschaften von Homo erectus, die mir zeigen, da ist ein richtiger Mensch am Werk gewesen, der symmetrische Faustteile hergestellt hat. Hier hat er komplexe Levallois-Klingentechnik verwendet. Ich habe hier ein Beispiel für eine Levallois-Klinge vorne. Oder hier aus Bilzings Leben, der Mondkalender. Da habe ich gerade einen Artikel, der demnächst veröffentlicht wird, wo ich nochmal nachweise, warum es sehr wahrscheinlich ist, dass das wirklich ein Mondkalender war, der vor 350.000 radiometrischen Jahren dort in Bilzings Leben hergestellt worden ist. Und wenn jemand einen Mondkalender malt, bin ich der Meinung, hatte er eine menschliche Intelligenz und war keine Übergangsform. Gut, zum Schluss. Also, Schöpfungsforschung und Evolution sind historische Wissenschaften. Die synthetische Evolutionstheorie kann bisher nicht erklären, woher kommen diese komplexen Merkmale, woher kommen neue Grundtypen. Die Befunde kann man also mit Mikroevolution genauso gut oder sogar besser erklären, weil nicht klar ist, wie entstehen neue Informationen genetisch. Biologische Prozesse kann man unterschiedlich interpretieren, langsam, wenig Kraft über lange Zeit oder viel Kraft über kurze Zeit. Das wären Katastrophen. Die Kampfische Explosion zeigt, dass die großen Tiergruppen, Tierstämme, Tierklassen ganz plötzlich und auch genial design einfach da sind, ohne Vorläufer in der Regel. Und der Mensch ist einzigartig in seiner Genetik, in seinem Verhalten, in seinem Körperbau. Und auch fossile Menschen zeigen schon durch ihre Artefakte, wie zum Beispiel Neandertaler oder Homo erectus, dass sie äußerst intelligent waren. Mein letzter Satz. Ich denke, man kann mit guten Gründen am biblischen Schöpfungsbericht festhalten, ohne dass man seinen Verstand an der Tür abgeben muss. Dankeschön. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, dann können Sie uns auf drei Arten und Weisen unterstützen. Erstens Abo dalassen, Glocke aktivieren und Link teilen. Zweitens, ganz wichtig für unsere Arbeit, beten, dass wir das weitergeben, was Gott möchte. Oder drittens, Sie können auch spenden, denn unsere Arbeit ist spendenbasiert. Vielen herzlichen Dank.